Der Planet Magallan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alps stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alps, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr, ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. Eine Bilderbuchlandung. Ja. Wer war das? Erstmal weg hier. Wer hat denn hier mein Schiff so demoliert? Fantastisch. Und wo bin ich hier gelandet? Na, toll. Toll. Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh in Rente. Kein Signal, verdammtes Funkloch. Der Turm ist doch direkt daneben. Mist. So erfüllst du also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Au. Mist, Karl. Bin ich tot? Ah. Hallo, du. Hallo. Ah, du hast meine Ausrüstung geklaut. Hervorragend, wenn ich dich erwische.
bin ich jetzt? Es ist doch ein Träumchen und ich wollte einfach nur Urlaub machen hier. Und damit hallo und herzlich willkommen, werte Lords, werte Ladies. Wir spielen jetzt endlich einmal Alex. Und wir sind gerade abgestürzt hier und offensichtlich, ja, mögen die uns hier nicht besonders. Das finde ich sehr schön. Wir sind abgestürzt, abgeschossen worden und jetzt liegen wir hier und sammeln erstmal Heilkräuter ein. Ich bin sehr gespannt und ja, ich lasse mich überraschen, was alles jetzt hier auf uns zukommt. Es sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Das ist schon mal ein Vorteil. Die Frage ist jetzt so ein bisschen... Verdammt, mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Okay, also, Waffen sammeln, das finde ich sehr gut. Ich muss übrigens mal gucken, ob ich audiotechnisch noch irgendwas umstellen muss. Ich glaube fast nicht, das sollte diesmal ganz gut sein. Irgendwas war doch hier noch. Irgendwas konnte ich hier machen. Ah ja, springen, okay. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen damit zu Alex. Ich hab's ja auf der Gamescom ganz kurz anzocken dürfen. Und ich muss sagen, die ersten Eindrücke, die ich von dem Spiel hatte, waren nicht so gut, muss ich sagen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt hier so ergibt in dem Ganzen. Ich will mich einfach eines Besseren belehren lassen und ja, drum bin ich jetzt da. So, da können wir bestimmt durch. Ich muss erstmal gucken. Okay, wir können hier springen. Ich spiele es übrigens mit dem Controller, weil ich finde, solche Spiele machen damit A, mehr Spaß. Aha, ein Holzpfeil. Da nehmen wir ein paar mit. Sehr gut. Andere haben Laserkanonen und wir rennen jetzt mit Pfeil und Bogen rum. Das ist hervorragend. Ich schau mal eben, man kann hier... Hier, Giftkraut. Wir sammeln mal alles ein hier so ein bisschen. Ich weiß nämlich nicht so ganz... Komme ich hier hoch? Nein. Was man hier alles einsammeln kann. Es sieht grafisch... Huch, da ist noch was. Hallo. Ich finde, es sieht grafisch sehr geil aus. Ich mag die Landschaft hier. Das sieht irgendwie so idyllisch aus. Na, ich bin mal gespannt. Ich lasse mich mal überraschen. Ach, das ist cool. Die Taste hier ist Schleichen. Das ist sehr gut. Was haben wir hier? Ah, okay. Hier kann ich rein rauszoomen. Okay. Ich bin nämlich so ein bisschen... Ich habe ja... den Controller ein bisschen umgebaut und das finde ich sehr gut, weil dann muss ich hier das Ding jetzt nicht reindrücken, das, den Stick, sondern ich kann einfach hier das so machen. Okay. Okay, hier komme ich rüber. Jetzt möchte ich aber wissen, was da hinten noch ist. Fantastisch. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Wir haben hier Zeit. So, komme ich hier durch. Okay, so eine Heilpflanze. Okay, das habe ich nicht gesehen. Aha, einmal ganz kurz so. Ach, hier kommen wir nicht weiter. Okay. Okay, ich dachte, wir kommen hier vielleicht durch, aber offensichtlich nicht. Na gut. Dann gehen wir weiter. Also, wir sind abgeschossen worden. Die Bestie müssen wir dann vermutlich, ist wahrscheinlich der Endboss, den müssen wir kalt machen. Und es gibt ein Material namens Alex. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Es ist ja von Piranha Bytes, das heißt, ich bin ein... Was stimmt nicht mit mir? Meine Kräfte schwinden und ich... Was ist das? Das nennt man... Emotionen? Das nennt man... Ah, das ist der Alex-Entzug. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein. Ohne meine Alex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trocknen. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Okay, ich dachte schon, er meint die Sonne hier. Das finde ich gut. Also er war wahrscheinlich... Er gehört wahrscheinlich zu denen... Na, zu diesen komischen Typen da. Die mit dem Alex sich so ein bisschen verändert haben. Die eine neue Gattung Mensch hervorgebracht haben. Und die die anderen Menschen dann vernichten wollen. Und ohne Alex kommt er wahrscheinlich jetzt so langsam wieder auf diesen Trip so... Ha, ich bin ja auch noch ein Mensch. Ich muss hier weg. Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Vielleicht finde ich da noch etwas Brauchbares. Okay, Untertitel sind übrigens geil. Also ich meine nur, falls man meine Haut. Ich bin von einem freien Menschen kaum noch zu unterscheiden. Ist auch eine Folge meines Alex-Entzugs. Aha.
Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das heißt, du kannst dann alle platt machen, die dich hier gerade so verraten haben. Aber offensichtlich hat er dir ja verraten. Oder anders, wie hat er dir denn verraten, wenn er keine Emotionen hat? Interessant. Also, Quickslot benutzen. Ah ja, ich habe ein Stöckchen. Okay. Was? Mit genug Ausdauer kannst du leichte RB und schwere RT-Angriffe miteinander kombinieren. Je länger diese Kombo ist, desto mehr Schaden verursachst du. Waffe wegstecken. Okay. Plündern. Einmal rohes Fleisch. Geil. Okay, das Kampfsystem ist immer noch etwas gewöhnungsbedürftig. Das habe ich auf der Gamescom getestet und ich kam damit überhaupt nicht klar. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird. Heiltrank. So, wichtig ist... erstmal auf die Kisten klettern, ist ganz wichtig. Nein, wichtig ist, Piranha-Bytes-Spiele, es gibt in der Regel immer irgendwo was zu entdecken. Man muss immer so ein bisschen gucken. Ah, da speichert jetzt rechts wieder. Das heißt, da muss man öfters mal nach links gucken, nach rechts schauen. Dann findet man auch was. Ich glaube, da geht es dann weiter. Crony U3. Tot. Eine meiner Crony-Einheiten. U3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Okay. Neue Mission. Eine halb defekte... nichts mehr zu machen. Eine halb defekte Blechdose. Schön. Oh, geil. WC. Darf ich mal hier rein zuerst mal so... Ah ja, also er kann sehr hoch springen, wenn er will. Das finde ich sehr gut. Man muss erstmal ein bisschen reinkommen in das Ganze hier. Kann ich was machen? Nö. So springt übrigens normal. Da kann ich noch höher springen. Aber wenn er irgendwo hoch springen kann, dann... Oh, erstmal Zigaretten rauchen. Ah, so, jetzt geht's weiter. Einmal Knochen. Geil. So, haben wir irgendwas, was wir mitnehmen können? Nein. Ach, hier doch. Elektroschrott. Pfeil. Ich habe jetzt Eisenherz verstanden. Aber steht da, ist das Eisenerz. Okay. Setzerbogen. Okay, wir haben den Bogen. Das heißt, wir können jetzt Fernkampf machen. Hier war noch irgendwas. Irgendwas war hier noch. Ah, Pfeil. Okay. Ich finde es... Krug. Kleiner gelber Stern. Nee, Stein. Klebeband. Ja, klar. Okay, das ist übrigens geil, dass ich hier überall hochklettern kann. Das wird bestimmt noch spannend werden, um bestimmt an entfernte Orte zu kommen. So wie beispielsweise hier oben. Jetzt mal eine blöde Frage. Komme ich da hoch? Das sieht so aus, als könnte man hier hoch. Oder auch nicht. Na gut. Man kann sich auch täuschen. Gehen wir weiter rein hier. Ich rüste mal die Waffe aus. Verrottete Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Wir müssen die Pestraten erledigen. Aha. Ah ja, ich habe hier keine Ausdauer mehr, glaube ich. Abgeschlossen. Erledige die nächste Pestratte. Schön. Okay, ich muss ein bisschen in die Steuerung noch reinkommen. Ich drücke immer X für Springen, für Schlagen. Gut. Nein, das will ich nicht. Oh Mann. Da muss ich echt ein bisschen reinkommen, das Ganze hier. Das ist noch so ein bisschen ungewohnt. Was ist das? Ach so. Ach so, komm ich hier weg. Okay, man kann sich auf Stühle setzen. Das finde ich hervorragend, das finde ich sehr gut. Heiltrank, Schrotpatronen. Was haben wir hier? Ein Kartenstück. Aha. Was auch immer dieses Kartenstück mir jetzt bringen soll. Das ist ja hervorragend. Da ist eine Wasserflasche hier oben, oder?
Nee, kann ich nicht nehmen. So. Haben wir jetzt noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Suppe. Hervorragend. Also es sieht wirklich alles hier so ein bisschen mega verrottet aus. Gerade ist ja noch von der alten Welt, bevor der Meteorit hier runtergedonnert ist. Da können wir auch hoch. Ich weiß noch nicht, was ich da machen soll. Da ist wieder ein Heiltrank. Nehmen wir das noch mit. Elektroschrott. Den brauchen wir dann zum Bauen wahrscheinlich. Nein, ich will mich auf den Bürostuhl setzen. Nein, steh auf. Geh weg. Hoch. Was ist der Bürostuhl hier, der hier noch angezeigt wurde? Ja, war er. Oh, das ist von der Steuerung. Es ist echt ein bisschen komisch, finde ich. Ich bin mir nicht sicher. Es wirkt so ein bisschen... Also der wirkt immer so ein bisschen so als wie so ein 38-Tonner, als würde sich ein 38-Tonner in Bewegung setzen. So kommt mir die Bewegung hier, das Laufen, so ein bisschen vor. So, Heiltrank, Elektroschrott, das nehmen wir mal mit. So. Ich weiß nicht, ob wir die Knochen brauchen können. Ich nehme es aber trotzdem mal mit. Ich bin normalerweise ein Tierfreund, aber in dem Fall... Nachdem die Dinger Knochen geben, nehmen wir es mal mit. Herausnehmen. Alles nehmen natürlich. Nehmen. Elexit. Aha, das ist ein Elex-Splitter wahrscheinlich. Na gut. Ah ja. Oh, wie schön das ausschaut. Pasos 1. Die Jagd beginnt. Okay, es sieht grafisch schon sehr... Kallax, dieses Schwein hat mich verraten. Mehr noch. Er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kallax im Dreck vor mir liegt. Mission. Benutze den Aufzug da hinten. Jetzt gucke ich aber noch mal ganz kurz zurück. Weil da hinten war ja noch was. Also man konnte nach oben laufen. Das würde ich gerne mal wissen, was da noch ist. Da möchte ich mich vorher gerne mal umschauen. Achso, das ist der Krone-Dingens. Die Frage ist, wer sind denn wir jetzt? Sind wir jetzt der Böse? Sind wir jetzt die Bestie? Oder sind wir einfach nur ein armer Feldsoldat? Wer sind wir denn? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Aber ich glaube, Kallax hat uns verraten. Ich glaube, Kallax ist der Aufsteigende, oder? Habe ich schon wieder vergessen. Finde ich hervorragend. Okay, hier können wir hoch. Das war hier mit der Treppe. So, da geht es auf jeden Fall noch weiter hier. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Ist hier irgendwas? Nö. Dann... Okay, die Animationen sind lustig, wenn du hier so... Du fliegst dann einfach förmlich hin, das ist... das sieht sehr komisch aus. So eine schöne Landschaft. Klettern. Okay, wir können da... runterklettern, offenbar. Komm ich hier hoch? Okay, wir kommen hier hoch. Das ist ja hervorragend. Gibt es hier irgendwas dann? Also wie gesagt, meistens ist es bei Piranha Bytes Spielen immer so, dass man irgendwo langlatscht, dass man irgendwas findet. Okay. Au. Das ist vielleicht das Gebiet, wo ich gestrandet bin, ne? Ja, hier bin ich gestrandet. Was haben wir denn da hinten? Da ist ein Lager. Oder halt... Mein! Au. Das war doof. Aha. Achso, mit B weiche ich aus. Kann ich den irgendwie anvisieren? Tja! Kann ich die irgendwie anvisieren, die Gegner? Das muss ich mal gucken. Einmal rohes Fleisch. Schön. So, ich muss aber gleich mal das Fenster hier zumachen, weil draußen ist es, glaube ich, recht laut.
Was haben wir hier? Einmal Pfeil nochmal. Holzpfeil. Reines Alex erhalten. Aha. Okay. Das Alex kann ich wahrscheinlich dann später irgendwie benutzen, um mich dann zu dopen oder keine Ahnung, damit ich stärker werde. Kleiner Heiltrank. Nehmen, Amulett des Abenteurers. Schön. Komme ich hier hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, hier komme ich nicht hoch. Hier auch nicht. Okay. Dann haben wir das hier auch. Das kleine Geheimnis. Hier können wir noch klettern, aber das bringt mir nichts, weil da komme ich eh nicht hoch. Und lästige Fliegen fliegen hier rum. Fliegen fliegen hier rum. Auch ein schönes Wortspiel. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Weil der andere Weg... Ich bin, glaube ich, den anderen Weg gelaufen. Wenn ich jetzt hier zurücklaufe nochmal, dann dürfte da nichts sein. Weil von da sind wir ja gekommen. Das heißt, da haben wir ja angefangen. Ach, guck mir. Eine Mana-Pflanze. Sehr gut. Ach, wir hätten auch hier hochgekonnt. Okay. Jetzt macht das Ganze ein bisschen mehr Sinn. Okay, das ist das Startgebiet. Das heißt, wir hätten hier auch hochklettern können. Und hätten nicht diesen Weg hier folgen müssen. Das ist gut zu wissen. Was ist das hier Leuchtendes eigentlich? Das sieht cool aus. Irgendwelche komischen Leuchtpflanzen. Das finde ich echt hervorragend. Hallo. Einmal hoch. So. Da rechts waren wir schon. Da ging es dann nicht weiter. Und hier waren wir auch schon. Also hier waren wir schon überall. Das heißt, hier müssten wir jetzt alles abgesucht haben. Da dürfte nichts mehr sein. Dann können wir jetzt nämlich den Aufzug benutzen. Ich möchte ungern durch dieses Spiel einfach nur durchrushen, sondern ich möchte wirklich auch versuchen, alle Nebenquests zu machen, auch so ein bisschen zu erkunden dann noch nebenbei. Weil, wie gesagt, Piranha Bytes hat immer ein Talent dafür, irgendwo noch Nebenquests einzubauen, beziehungsweise auch noch Sachen bereitzustellen. So. Komme ich da irgendwie hoch? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Hallo? Nee, ich glaube, da komme ich nicht hoch. Zumindest nicht von hier dann. Es sieht nur so aus, als wäre da oben noch was. Aber gut. Kriegen wir hin. Vögelchen. Epsi... Ich glaube, das soll Epsilon heißen. Na gut. Eine wunderschöne Landschaft. Ist zwar gerade ein bisschen nebelig, aber was soll's. Nebel ist auch sehr schön. Guck mal, was haben wir hier noch Schönes? Eine Magnesiumfackel. Ah ja. So. Ich mache jetzt Pause. Ich gehe jetzt in Rente und dann hocke ich mich jetzt hier hin und denke über mein Elend nach. Drücken. Drück, Junge, drück. Haben wir hier drin noch irgendwas? Nö. Und einmal nach unten. Abwärts, bitte. Evakuierungssequenz eingeleitet. Was? Bewahren Sie Ruhe und begeben Sie sich umgehend zu den ausgeschilderten Ausgängen. Den Anweisungen des Servicepersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Aktivierungsstation. Na, okay. Hervorragend. Hoffentlich gibt es auch einen Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Ah, mein Jetpack. Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Das wird mir helfen, mich besser fortzubewegen. Ach stimmt, wir haben auch ein Jetpack, genau. Wo ist denn das Jetpack? Ich sehe es nicht. Da liegt das da drüben. Ach, hier! Guck mal, das siehst du kaum. Ich habe das gar nicht gesehen auf dem Boden hier unten, dass da das Jetpack liegt. Zweimal X halten, Jetpack benutzen. Okay. So. Erfolg freigeschaltet. Freigeschaltet auf und davon. So, komme ich jetzt wieder zurück? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, schade. Ich dachte, wir kommen wieder zurück, weil nämlich oben ist ja das Ding, wo wir noch hingekonnt hätten. Das wäre total geil gewesen. Naja.
Ja gut, was haben wir hier noch? Ich mache mal ganz kurz diesen hier. So. Bist du getötet? Nein. Jetzt. Einmal Knochen nehmen. Das Geile ist hier, nehmen wir Metallschrott. Das Geile ist hier wirklich, man hat hier unendlich Inventar. Das heißt, man kann sich alles hier mitnehmen. Klopapier, Wertsache, Wert, rau, aber erfüllt seinen Zweck. Geil, ich wollte schon immer mal in RPG-Spielen Klopapier einsammeln. Das wollte ich schon immer mal. Das finde ich hervorragend. Endlich mal finde ich Klopapier in solchen Spielen. Wenn ich jetzt noch auf die Toilette gehen kann, dann bin ich mega glücklich. Dann ist das genau mein Spiel. Das ist hervorragend. Oh, das ist schon die Toilette. Die sieht zwar ein bisschen ekelhaft aus, aber erfüllt ihren Zweck. Was um mich mit Klopapier machen kann, ich habe keine Ahnung. So, Werkehose, kleiner Heiltrank. Na gut. Haben wir das. Hier können wir wieder hochklettern, aber das ist relativ sinnfrei. Metallschrott. Klar, nehmen wir erstmal so einen ganzen Eimer mit. Ist alles gar kein Problem. Kriegen wir alles hin. Da speichere ich das Spiel. Ich muss übrigens mal gucken. Klebeband. Geil, wir sind noch voll der MacGyver. Jetzt brauche ich bloß noch Kaugummipapier und keine Ahnung. Eine Büroklammer und dann bin ich voll im MacGyver-Style. Hammer. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Trockenfleisch. Nehmen wir auch mit. Erstmal cool, dass wir 20.000 Sachen finden. So, Magnesiumfackel. Elektroschrott. Was haben wir hier noch? Kleiner Heiltrank. So. Bam. So, auf die 12. Ich bin mega Hulk. Ich bin voll stark. Ich kann kleine Ratten töten. So, wir haben Zigaretten aufgenommen. Auch gut. Kann ich die rauchen oder was mache ich damit? Stelle ich mich ganz cool und chillig hin, rauch erstmal eine nach jedem Kampf. So. Nein. Und nehmen. Erfahrung plus 2. Geil, wir werden noch voll erfahren hier im Rattentöten. Der Schlechter von Redsor. Das soll mein neuer Titel werden. Das Land der Berserker. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen. Aber sie werden sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. Tja, dann würde ich sagen, die holen wir uns einfach. Wir haben einen Stock und wir haben Pfeil und Bogen. Hilft bestimmt. Oh cool, es regnet. Was haben wir hier? Elixit. Aha. Ist das der Dieb, der uns ausgeräumt hat? Ich muss übrigens sagen, kann ich hier mit F5? Ah, mit F5 kann ich tatsächlich quicksafen. Das geht. Das ist hervorragend. Muss ich bloß die Tastatur mal drücken, dann F5, wenn irgendwas ist. So, großer Heiltrank. Nehmen wir auch mit. Das heißt, ich muss mir angewöhnen, dann auch zwischenzuspeichern, wenn irgendwas ist. Wenn ich mich doof anstellen sollte, in Kampf reinkommen sollte oder sowas. Einfach nur für den Fall der Fälle. Okay. Ich muss sagen, es sieht im Übrigen sehr, sehr geil aus. Muss ich wirklich echt sagen. Gefällt mir gut. Aha. Autsch. Aua, das war doof. Geht's wieder? Du bist zu laut. Dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine 2 Tage in dieser Gegend. Aha, okay. Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Du weißt nicht, wen du hier vor dir hast. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das? Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe.
Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Aus der Observierungsstation, ich weiß nicht, lüge. Ich wüsste nicht, was sich das angeht. Okay, wir müssen echt mal gucken. Ich glaube, ich lade gleich nochmal. Wir haben uns nämlich den Duras jetzt gerade so ein bisschen ist verscherzt mit ihm. Ich glaube, ich lade gleich nochmal. Kann ich das gleich machen? Ich probier's mal. Ah. Aus der Observierungsstation. Jemand wie du hat an solch gefährlichen Orten nichts verloren. So abgerissen, wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Du weißt gar nichts, sag das nochmal, du Kröte. Vorsicht, du weißt nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Okay, das ist echt schwer.